Beim Koalitionsstreitthema Familiennachzug von Flüchtlingen haben Union und SPD eine Einigung erzielt. Bis Ende Juli sollen weiterhin keine Angehörigen nach Deutschland nachziehen dürfen. Das soll jetzt im Parlament beschlossen werden. Anschließend, ab August, soll dann der Nachzug möglich sein, aber begrenzt auf 1000 Menschen pro Monat. Zusätzlich sollen weitere Personen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, falls dringende humanitäre Gründe vorliegen. Um das zu ermöglichen, wurde die sogenannte Härtefallregelung verlängert. Martin Schulz zeigte sich zufrieden. Bei dieser Regelung 1000 plus habe sich die SPD durchgesetzt. Die Grünen widersprechen ihm hingegen. Die Ergänzung der ohnehin nur 1000 pro Monat mit der bereits bestehenden Härtefallregelung sei scheinheilig. Tatsächlich profitierten im vergangenen Jahr nur einige Dutzend Betroffene von dieser Regelung. Zu der teils kritischen humanitären Situation im zweitgrößten Flüchtlingslager Jordaniens hat unterdessen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während seines Besuchs vor Ort Stellung bezogen. Wir sollten uns zurückhalten mit Vorwürfen an Länder wie Jordanien, die wirklich die allergrößte Last tragen der Flüchtlingsbewegungen.